Ja, Halleluja, Shalom, ihr Lieben. Es wird nur ein kurzes Video. Und zwar durch einen Austausch per E-Mail mit jemandem über die Bergpredigt war ich die letzten 2 Tage, wie soll ich sagen, betroffen, niedergedrückt, traurig, zornig, sodass ich kaum, ja, was ich sonst mache. Also, sonst antworte ich, gehe in die Bibel, erfreue mich an sein Wort. Und wie, mir ging es einfach so, dass ich habe die Bibel beiseite geschoben. Eine wunderbare Predigt, die mir ein Bruder geschickt hat. Nicht mal die habe ich mir angehört. Es hat mich bedrückt, so sehr hat mich das beschäftigt. Und ich will einfach einen Austausch mit euch teilen. Ich habe die Schwester auch gefragt, ob ich das hochladen darf, was nicht sein muss. Ich danke dem Herrn dafür, dass sie gesagt hat, jawohl. Dieser einfache kindliche Glaube, der den Erdkreis erzittern lässt, die Hölle erzittern lässt und der Himmel sich freut und die alle, wie hat letztens ein Bruder gesagt, Theologie vom Tisch fegt. Diesen Austausch, den möchte ich euch gerne mitteilen und werde dazu auch nichts weiter sagen, außer gelobt sei unser Herr und König Jesus der Christus. Halleluja. Amen. Hallo Bruderherz, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Ich habe ja auch, also ich habe lange nichts von mir hören lassen, auch nicht in der Gruppe. Hab mir eben dein letztes Video angeguckt, Bergpredigt und auch die Videos davor. Und Halleluja, hab mich sehr gefreut darüber und konnte mich sogar wieder erinnern, dass die Bergpredigt, die Seligpreisung, das war das Erste, was ich in der Bibel gelesen hatte, wo der Herr es geschenkt hat, dass ich erkennen durfte, dass er anders ist als alles, was ich hier auf der Welt kennengelernt habe. Ja, habe mich sehr gefreut darüber und auch immer wieder freue ich mich, wenn du das sagst, dass der Herr vorher entschlossen hat, sich eine Familie zu machen. Das war ja das eines der vielen Dinge, die ich nie verstanden habe, warum das überhaupt alles passiert. Und dass ich das erkennen durfte, das freut mich so sehr. Einfach so, so einfach eigentlich, ne? Er wollte eine Familie haben. Wow. Naja, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Ich wollte mich mal melden. Ich drück dich. Das letzte Video hat mich aber besonders zum Nachdenken gebracht. Ehebruch, Scheidung. Das hatte ich zum Beispiel vorher auch nicht verstanden. Und jetzt ist mir das so klar, Gott sei Dank, dass auch das mit dem Auge rausreißen und sowas. Ich habe auch immer gedacht, so, soll ich mir das Auge wirklich rausreißen lieber? Oder, und jetzt weiß ich nicht, habe ich es kapiert irgendwie? Ja, schön deine Stimme zu hören, Schwesterherz. Ja, mir geht es gut, dem Herrn sei Dank. Also, ja, ich freue mich auch, wie du sagst. Also, mich freut es riesig, die erste Aussage, die du getroffen hast, ne? Ich habe in letzter Zeit viel Austausch mit Leuten, die mir da die Bergpredigt ans Herz gelegt haben, aber aus einer anderen Gesinnung, um mir im Prinzip eine Lehre aufs Auge zu drücken. Er hat auch viel Geduld geschenkt und immer wieder geantwortet. Im kindlichen, einfältigen Glauben, das Herz so viel macht, so wie du das ja auch kennst. Aber ja, der Herr sagt es ja. Sie haben Ohren und hören nicht, haben Augen und sehen nicht, so dass ich dann irgendwie nachher gehört habe, das hat ja keinen Sinn. Ich habe diesen Mail-Austausch mal zusammengefügt, das sind 17 Seiten. Also der hat da echt Geduld geschenkt. Aber dann war irgendwann auch Schluss zu sagen. Tut mir leid. Und du hast es so schön gesagt, die Seligpreisung.
wie sich der Herr da offenbart, wer er eigentlich ist, dass das alles so ganz anders ist. Ja, freut mich riesig. Ja, und so geht's mir gut, wenn ich den Blick auf ihn habe. Mir geht's nicht gut, wenn ich so einen Dreck lesen muss, mir so einen Mist, und ich erlebe in mir auch, dass es, wie schwer und wie schlimm das ist, Schwester, wenn man in so einer gewissen Ohnmacht ist, weil du dem Nächsten das ja nicht, du kannst das bekennen, du kannst das bezeugen. Für dich ist es klar, du freust dich daran wie so ein Kind und möchtest eigentlich, dass er das auch versteht, aber du sprichst eine komplett andere Sprache für ihn. Der Herr sagte dann an einer Stelle zu den Schriften auch, zu den Schriftgelehrten: Versteht ihr meine Sprache denn nicht? Wisse, und das ist wie eine Ohnmacht, weil du kannst es ihnen ja nicht spritzen, du kannst es ihnen nur bekennen und bezeugen in deiner Freude, mehr kannst du nicht machen. Ja, und dieses wunderbare Geheimnis der Ehe und alles, was da so mit dran hängt, gerade dieses Geheimnis, was Paulus sagt, halt auch sagt, auf Christus und die Gemeinde, da hat es bei mir dann so geknackt, und das ist so umfangreich. Das hat ja jetzt nicht nur mit zu tun, jetzt mit Einzelnen, die Ehe, auch da spielt das eine Rolle, deswegen nimmt das ja Paulus, aber auch na, die Gemeinde und Christus, ne? Wenn du dir die Gemeinde heute ankiekst, wie aus dieser Braut Christi eine Hure geworden ist, ne? Eine Offenbarung spielt dann, dass sie halt gegenüber der Welt ihre Beine aufgemacht hat und mit den Königen der Welt ihr handelt. Und das siehst du ja auch, dass die vermeintliche Braut zur Hure geworden ist. Und deswegen sagt er ja, es werden nur noch wenige sein. Das ist halt nicht der Leib, der da ist, sondern wir, du, Schwesterherz, bist ein Glied am Leib Christi, eine Schwester im Herrn, eine Tochter des Allerhöchsten. Und das ist ja das, was mich auch so freut. Das ist dieses Unfassbare. Und die Menschen müssen das immer so kompliziert machen. Und ach, da fallen ja dann die letzten drei Haare aus. Anstatt sich einfach daran zu freuen, dann wollen sie hohe Erkenntnis. Und das war am Anfang ja auch schon. Ne? Und sie sah, dass von dem Baum lustig zu essen wäre und dass er klug machte. Und das, da hascht der Mensch nach Erkenntnissen, nach hohen Dingen, weil er dann denkt, dann ist er was Besonderes. Und da hat die Schlange den Menschen halt auch wieder in der Hand. Aber nee, die nicht sind. Seligpreisung, selig sind, die geistig arm sind. Die sind selig, weil sie sich genügen lassen an Christus, an sein Werk, an seine Liebe. Sich genügen lassen, sich daran freuen, weil mehr gibt es ja nicht als Gotteskindschaft. Also darüber gibt es nichts. Und das ist, da ist Christus uns zur Weisheit gemacht, zur Erkenntnis, zur Heiligung. Er selber ist es. Das ist das, was Paulus erkannt hat. Christus selber ist es. Ne, an der dritten Stelle, da steht geschrieben, das finde ich so schön. Und sie suchen in der Schrift das ewige Leben zu finden, und sie ist es, die von mir zeugt. So einfach ist es. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Schwesterherz, ich hoffe, dir geht es gut, und auch dem Noah und auch deinem Mann. Wichtig ist, dass du festhältst. Die Zeit ist nahe beigekommen, die Zeichen stehen auf Sturm. Und wichtig ist, festzuhalten. Egal, was alle Umstände sagen, selbst egal, was das eigene Herz sagt, wichtig ist, was der Herr sagt, dass wir daran festhalten, uns an ihm freuen. Und er bringt seinen Ratschluss zum Ziel, Schwesterherz. Die Zeit ist nahe herbeigekommen, und es kommt die Zeit, dass du, Tochter, wenn unser Herr kommt und sich dieser Welt offenbaren wird, dass alle Welt ihn erkennen und sehen wird, dann wirst du, Tochter des Allerhöchsten, mit ihm offenbar sein und wirst ihm gleich sein. Was für eine wunderbare Verheißung. In dieser Gesinnung drücke ich dich, meine Liebe. Ich hab dich lieb. Schön, deine Stimme gehört zu haben. Und wir sehen uns spätestens zu Hause. Dann drück und knuddel mir alle, und ja, gelobt sei unser Vater. Halleluja. Schwesterherz, ich habe eine Frage. Wirklich, ich bin gesegnet durch deine Botschaft und durch deine Nachricht. Wirklich, mein Herz hüpft. Ich war die letzten 2 Tage echt betroffen von diesem Austausch, von diesem Dreck.
Und diese kurze Nachricht, die macht mich so wirklich selig. Ich freue mich darüber so sehr. Ja, dass ich dich eigentlich fragen wollte, ob ich unseren Austausch, so wie er ist, 1:1 hochladen darf. Das ist nur eine Frage an dich. Wenn du jetzt sagst, nö, Bruder, will ich nicht, da mir eine Stimme und so, dann lass ich das sein, weil mich hat er gesegnet, mich hat er erfreut, aber ich höre, dass das auch dieser Austausch, wenn du dir mal anhörst, so wunderbar ist, so einfach, so kindlich. Das ist Evangelium, Schwesterherz. Und deswegen, wenn du sagst, ja, Bruder, mach, ja, letztendlich erkennt uns ja keiner, außer die, die uns sowieso kennen. Also ich würde mich riesig darüber freuen. Dieses einfache kindliche Zeugnis, da hüpft mein Herz und übrigens auch das Herz deines Vaters. Also wenn du sagst ja, dann mache ich das. Wenn du sagst nee, ist das auch gut, dann freut sich der Vater im Himmel, ich freue mich, dann freuen wir uns untereinander und dann ist das auch gut. Also, so wie du das willst, ich würde mich freuen darüber. Ansonsten Halleluja. Weißt du, ich bin nur irgendwie überrascht, weil ich oft immer denke, ja, ich kann zu nichts irgendwie beitragen und nicht wirklich was sagen. Und all meine Geschwister, also euch, die ich so kenne, die können so gut reden und alles so toll erklären. Und ich kann das halt nicht. Und ich bin jetzt überrascht, dass, ja, dass du das mit reinnehmen willst. Und, ja. Ja, Halleluja, Bruder Herz. So einfach ist es eigentlich, ne? Ach Mann, ich hab dich auch lieb. Bis dann. Ja, du sagst es, aber verstehst du, ja, was heißt, dass man das erklären kann? Letztendlich führt dann alles, wie es Paulus, der war entrückt bis in dritte Himmel, der hat Sachen und Sprachen gehört, wo ihn der Herr dann diesen Pfahl ins Fleisch heben hat, damit er sich nicht erhebt, das sagt Paulus ja auch. Und wo er sagt, aber das halte ich alles für Schaden und Dreck gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, seiner Liebe, darin hängt alles. Und darauf hat er immer wieder versucht, auch alles ranzuholen, liest du, was er so wusste, seine Erkenntnisse, seine Schrift, alles, um ihn Jesus groß zu machen. Ja, und die wollen mir immer alles andere groß machen. Jesus ist es. Und das ist hierbei rausgekommen. Und so einfach ist es. Und diese einfache Botschaft bringt die Hölle zum Erzittern, den Erdkreis, so steht es geschrieben, diese Botschaft vom Kreuz, dieses wunderbare, einfache, was du da gesagt hast, diese Gotteskindschaft im einfachen kindlichen Glauben bringt den Erdkreis zum Erzittern und der Himmel freut sich. Halleluja, Schwester. Das habe ich ja auch gesagt. Prediger, Verkündiger, die großen Propheten, Johannes wird der Kleinste im Himmel rein, steht geschrieben. Wer mir im Ring treu ist, dem werde ich über Höheres setzen. Arsch abwischen von Noah. Das Gottesdienst als dem Herrn. Das ist das, wo der Herr hinkickt. Im Alltag, in deinem Herzen, mit allen Zweifeln, mit allen dies, dass du immer wieder festhältst, immer wieder zu ihm kommst. So wie er treu ist. Wir sind gerettet durch seine Treue. Und das ist ja ein Geschenk. Na gut, ich mach mich jetzt mal ran. Halleluja, Schwester.